Hallo und willkommen zurück zu den Minecraft-Minigames. Heute mal etwas, wo ich nicht weiß, ob ich mich gut anstellen werde bei dem Ganzen. Und zwar ist das Trouble in Mineville. Es ist in dem Counter-Strike-Spiel wieder mal nachempfunden, wo der Mod, oder den Garry's Mod für die Counter-Strike-Engine nachempfunden, wo es Trouble in Terrorist Town gibt. Und das Spielprinzip ist das gleiche, nur dass man hier, ich glaube, anders andere Mittel hat als jeweilige Seite und und. Ich habe das einmal ganz kurz getestet, da war ich, habe ich nie einen Gegner getötet oder geschweige denn gesehen, und ich habe schon gewonnen, weil die Traitor alle getötet wurden. Es gibt normale Leute, Innocent People, und es gibt Traitor. Die Traitor müssen sozusagen, wenn man innocent ist, will man die Traitor erwischen und töten. Und wenn man Traitor ist, will man natürlich die Innocent People erwischen und töten. Die Traitor wissen, wer Traitor sind, die Innocent People wissen aber nicht, wer Traitor sind, und müssen sozusagen raten. Und Traitor können jetzt die Innocent People gegeneinander ausspielen oder. Also es ist teilweise auch mit sozialer Interaktion, wo ich jetzt nicht unbedingt der stärkste Mensch bin, der dafür. Und so, jetzt geht's los. Ich kenne die Karte nicht. Ich weiß auch noch nicht, was ich bin, ob ich Traitor oder Innocent bin. Und nee, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so. Die Traitor sind halt weniger. Oh, ich habe Pfeil und Bogen, sehr schön. Aber dafür können die eben die Innocent People gegeneinander ausspielen, weil sie ganz einfach. Ja, ein Schwert. Sehr schön. Weil sie ganz einfach, naja, die Innocent People nicht wissen, wer die Traitor sind. Krieg ich hier noch was? Nee. Doch. Naja, gut, ein Holzschwert. Ist jetzt nicht das Wahre. Habe ich wohl schon, was da drin ist. Ja, ich verstehe das noch nicht genau. Also, wie gesagt, ich habe das noch nicht gespielt. Und jetzt will ich mal schauen. Also, alleine zu sein am Anfang als Innocent People, man sieht hier gerade, ich bin Innocent. You're innocent, das heißt, ich muss die Traitor alle erwischen. Das Problem ist, ich weiß natürlich nicht, wer was ist hier. Und ich kann nicht einfach drauf losrennen. Also man muss immer ein bisschen schauen, ob die jetzt irgendwas Blödes anstellen. Was passiert hier? Da ist ein Detective, glaube ich. Das Blaue, der kann dann noch bestimmte andere Tests machen. Und da sollte man natürlich so oder so immer in der Nähe des Detectives bleiben, ganz einfach, weil der, da weiß man, oder in der Nähe der Detectives, da weiß man, dass die freundlich sind oder gut sind. Und ja, jetzt geht das nämlich los. Wer ist hier böse, wer ist gut? Jetzt vor den Detectives würde niemand was machen, weil der Detective würde dann sofort sagen, hier, ich töte dich. Das ist ein Traitor-Tester. Frag mich nicht, wie der funktioniert. So. Autsch. Ich weiß nicht, was er anzeigt, wenn er. Na, dann nicht. Dann machst du alleine erstmal. Na komm, mach. So, was sagt die Lampe jetzt aus? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Oh, hier wurde irgendwo ein Traitor erwischt, wohl. Also ich glaube, die von Traitern getötet werden, werden dann zu Zombies. Also ich habe keine Ahnung, wie das hier noch funktioniert. Ich wollte es einfach mal mitmachen. Jetzt geht's los. Die hat mich angegriffen, und da die Detectives dabei waren, ist natürlich die Vermutung groß, dass die wirklich ein Traitor ist. Ja! Gottes Willen, was hat die alles gehabt? Ah. Sie waren Traitor, das sieht man gerade unten im Chat. Gut. Das heißt, jetzt ist eigentlich relativ klar, dass ich innocent bin, weil ich ja
Traitor getötet habe, während ich beim Dingens dabei war. Weil ein Traitor sieht ja, dass ein anderer Traitor ist, das heißt, man würde nicht einfach so andere töten. Andere Traitor. Außer man will natürlich seinen Bluff aufrechterhalten. Ich bin zu doof, da hochzukommen. Ja, haben wir ja schon mal gesehen. Ich weiß noch nicht, was das genau ist, wann hier was passiert. Ich glaube, wenn das da oben leuchtet, dann ist es ein Traitor. Der verhaut immer alle. 7 Player sind übrig, aber es gibt noch Traitor. Ich habe mich ja eigentlich bewiesen. Wo gibt's eigentlich noch Spieler? Komisches Spiel. Oh Mann. Few spectators are watching. Da oben ist bestimmt irgendein Traitor dabei. Ich trau mich nicht richtig, die anzugreifen. Wer ist hier gut, wer ist hier böse? Was passiert da unten? Irgendwas war hier los. Spider-Pool Corpse. I'm innocent. Würde ich 20 Karma verlieren, was auch immer das bedeutet. Also ich habe ja vorhin 20 Karma gewonnen. Ja, bestimmt, wenn er noch nicht getestet wurde. Ja, wo ist er denn eigentlich? Also bei mir, hat man gesehen, dass ich getestet wurde von diesem komischen Testgerät und jetzt laufen alle auf den Haufen. Die Zombies, die sind so lustig. So derpy. Restricted Area? Keine Ahnung, wo die alle hingehen. Ja, aber die anderen würden jetzt auch die ganze Zeit... Man muss jetzt auch mal Folgendes überlegen. Die, die jetzt hier die ganze Zeit mit mir rumgerannt sind, die hatten mich ständig alleine vor der Flinte. Das heißt, die hätten mich die ganze Zeit töten können. Das heißt, das sind keine Terroristen. A player has died. Wer ist jetzt gestorben? Der will unbedingt sterben, oder was? Wo könnte der sich verstecken? Ich kenne die Karte auch nicht, das ist mein Problem. Das ist ein bisschen doof. Hiding gleich Camping. Ja, wo ist der? Sind erstmal alle auf der Suche und Jagd nach diesem komischen Typen. Ich habe keine Ahnung, wo der... Nein! Oh nein, das heißt, der Frozen-Typi war... Oder? Ich kann dem doch jetzt zuschauen. Teleporter.
Also das ist jetzt sehr interessant. Ist das doch der Traitor? Der wird jetzt den Dings töten, ja, sag ich doch. Oh no. Das ist der letzte Traitor, der hat das ganz gut gemacht. Das ist ja gemein. Das hätte ich echt nicht gedacht. Da oben ist jemand. Ah! Oh no. Jetzt geht's gleich um alles. Da wird die gleich versuchen zu töten, so hinterrücks. Ich weiß ja nicht, wie ich mich als Traitor verhalten würde, aber das ist ganz schön. Der macht das gut, sag ich mal. Ja, nee, ne? Wo bist du? Aha. Jetzt spielt er nämlich der die Leute alle gegeneinander aus. Dieser Frozen Flames, der Traitor. Der spielt jetzt die Leute gegeneinander aus. Ja, wirklich wahr. Das ist gemein. Ich würde auch nicht einfach so auf ihn hören oder so. Oh Mann. Was ist da jetzt passiert? Naja, seht ihr mal, dass da. Jetzt tötet der den und der kriegt sie mit. Ah, oh, und die Traders haben gewonnen. Das war böse. Gut, da haben wir jetzt mal davon ein Spiel gesehen. Ja. Ich hab's dann doch gewusst, oder? Naja, gut. Ich hab's mitgekriegt, als ich gestorben bin. Wie jeder hier scheinbar. Gut, das war mal so ein Spiel. Es war jetzt ein bisschen, hat sich ein bisschen länger hinausgezögert, als ich dachte. Aber ihr habt's mal gesehen. Vielleicht mache ich das nochmal irgendwann, wenn es ein bisschen schnelllebiger ist. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.